So, guck mal, ob es jetzt geht. Bitte. Ah, jetzt ist hier was. Sehr gute Verbindung. Jetzt ist hier irgendwas bei YouTube auf jeden Fall schon mal an. Warte, ich mach mal YouTube Ja, zu. doch. Jetzt müsste es klappen. Ja, jetzt sehe ich mich auch selber hier bei YouTube. Ne? Yeah. Okay. So schnell kann sich deine Laune ändern Ne, wieder. die Laune ist immer noch scheiße wegen dieser ganzen Scheiße. Das kotzt mich so dermaßen an. Somit ist jetzt haben wir in diesem Moment auch die Monetarisierung direkt deaktiviert bekommen. Weil wenn man am Anfang des Streams oder des Videos irgendwie sowas sagt, dann. So kann ich jetzt kann ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie um hier Slotty oder auf einer anderen Webseite bin, dann sehe ich ja nicht mein Chat. Wie kann ich denn den Chat, Ich kann ich sehe den den Chat. entkoppeln irgendwie? Ich hab's Nee. doch hier. Ja. Ist ein Magst du bisschen jetzt mal blöd. fixen? Na gut, Leute. Es war technisch, ich sag euch, die haben den ganzen Stream-Schlüssel umgestellt. Dann muss man von Twitch wechseln mit OBS zu YouTube und so weiter. Und das ist immer sehr viel verschiedene Sachen, die irgendwie, also dann, dieser Stream-Schlüssel hat irgendwie nicht geklappt. Keine Ahnung warum. Aber egal, jetzt sind wir ja da. Jetzt seht ihr uns hoffentlich. Ist der Ton da? Ist der Ton da? Kann man uns sehen? Ich glaube, die Webcam ist bei dir noch nicht so richtig drauf. Du Das ist musst. nicht schlimm. So, jetzt vielleicht. Ich sehe aber hier, doch hier, Livestream. Hier mache ich dann aus. Genau, jetzt habe ich hier auch den Chat. In der Tat, Ton ist perfekt. Okay, hier musst du nur sehr stark aufpassen mit dem Kabel. Nicht auf das Kabel bitte rauf, Ja. weil sonst kann das immer mal passieren, dass das weggeht. Der Stream etwas leise, sagt der. Na gut, dann können wir hier bei OBS noch ein bisschen lauter stellen, aber ich will nicht zu laut machen. Machen wir Ich mal will meinen so. Laptop lauter machen. So ist einfach. Ja, so ist okay. Jetzt haben wir es ein bisschen lauter noch gemacht, den Chabo, Eingang halt's vom auf! Ton. Aber ja, ich mach extra ein bisschen leiser, weil Tabo immer rumnervt. Ja, okay, Leute. Heute, nein, jetzt nix. Hallo, Chaboi. Ja, halt jetzt die Fresse. Der geht mir auf den Sack nämlich. Jetzt machen wir heute ein Depot-Update in der Live-Version. Ich musste nämlich heute zwei andere Videos drehen und hatte deswegen keine Zeit, das Depot-Update abzudrehen. Und da ist schon der nächste große Fauxpas heute passiert. Und zwar, ja, habe ich mir meine Portfolio-Performance-Datei komplett zerrockt. Ich habe das immer so, ich habe das einmal auf meinem USB drauf, ja, und einmal auf dem Desktop beziehungsweise noch auf einer Festplatte. Und jetzt ist das Problem, dass ich diesen USB-Stick normalerweise immer drinstecken habe, was aber beim Stream nicht geht, weil ein USB, da muss das Mikrofon rein und ins andere USB muss die Kamera rein. Ja? Also, ich weiß, man kann sich auch einen Multiport-USB-Scheiß holen und so weiter. Ja? Der Punkt ist einfach der, ich, Idiot, habe dann die Datei von dem USB-Stick auf den Desktop gezogen, also von Portfolio Performance, weil ich das ja jetzt brauche zum Zeigen. Dann stand da, willst du die Datei ersetzen? Ich so, ja klar, ist ja eh die aktuelle auf dem Schlüssel drauf. Und was war? War leider nicht die aktuelle. War leider die aus Mai. Das heißt, ich musste jetzt bei Portfolio Performance so einiges nachtragen an Daten und bin jetzt aber da gerade so noch gerade rechtzeitig fertig geworden. Muss aber das nachher nochmal in Ruhe kontrollieren, ob da wirklich alles perfekt geklappt hat. Deswegen gibt es da jetzt auch ein paar, ja, blöde Anzeigen, was das jetzt angeht. Das ist auf jeden Fall extrem nervig. Aber das macht überhaupt nichts, denn ich habe ja auch den, ja, tatsächlichen Broker, nämlich DEGIRO, wo ja, nichts dergleichen passieren kann. Ja? Fangen wir jetzt erstmal aber an mit Portfolio Performance. Das haben wir hier. Diese Anzeige jetzt hier, die könnt ihr mal konkret komplett beachten. Das, was heute passiert, wird hier nicht richtig wiedergespiegelt, weil ich gerade eben die Daten eingegeben habe. Ja? Und auch gibt es jetzt gerade eine Lücke, sehe ich gerade. 3.351k steht hier. Und im tatsächlichen Depot sind es aber nur 347k. Das heißt, Sau. da ist gerade irgendeine Diskrepanz, die ich noch suchen muss, damit das wieder abgeglichen wird. Zumal
jetzt zwischen Mai und September auch noch nicht die Dividenden eingetragen sind, die ja teilweise hier im Depot angefallen sind. Das heißt, irgendeine Aktie, die ein Minus gemacht hat wahrscheinlich, wird bei Portfolio Performance mir gerade nicht richtig getrackt. Das hat wahrscheinlich mit dem Nachtrag zu tun. Das muss ich sozusagen jetzt noch machen. Wenn ihr jetzt seht, okay, 347.000 Euro ist das Depot aktuell zum aktuellen Stand im September wert. Das ist ja gar nicht so schlecht, würde man jetzt denken, wenn man jetzt in Bezug auf das letzte Depot-Update von August, Ende August sich das anschaut, da war das bei 356.000. Das heißt, es ist also in diesem sehr schlechten September-Monat, wo ihr Aktien eigentlich alle gefallen sind, eigentlich noch ein sehr gutes Ergebnis, ja, gerade mal minus 9.000 Euro. Aber halt, stopp, ja, es ist eine weitere Investition passiert. Das heißt, ich habe zwischenzeitlich im September aber nochmal 10.000 Euro aufs Depot rauf überwiesen. Wenn ich die nicht rauf überwiesen hätte, dann wäre das Depot jetzt bei 337.000 Euro. Das heißt, im September gab es zwischendurch sogar einen noch viel höheren Verlust von minus 30.000 Euro. Und jetzt ist der Verlust immer noch bei ungefähr minus 19.000 Euro, dadurch, dass es jetzt in den letzten Tagen in einigen Bereichen auch wieder aufwärts ging. Ne? Ja, so viel erstmal zum harten, simplen Fakten-Update. Ja, also wie gesagt, ich beschönige hier nie irgendetwas. Es wird über Verluste genauso gesprochen wie über Gewinne. Und dass es auch mal Verlustmonate gibt, das war ja von Anfang an komplett klar. Und jetzt war einfach nur einmal genau dieser Fall, wo das eben passiert ist, ja. So viel erstmal dazu. Und die spannende Frage, weg jetzt. Kannst du ihm mal den Ball bitte werfen oder irgendwas? Ich weiß kurz nicht, wo der Ball ist. Ja, irgendwas anderes, weil er nervt mich hier und lässt mich nicht in Ruhe. Chubby, Koya hat mit 25 Chabo hier. Investieren angefangen. 24, ja, 24. Geburtstag. Mit wie viel? 273? Oder 279 Euro, ja. Und was wollte ich jetzt aber noch sagen? Genau, jetzt gibt es natürlich alle möglichen Smalltalk und Noise bezüglich irgendwie der aktuellen Marktlage. Ja, also manche sagen, es steht nun der zweite Crash bevor. Andere sagen, nein, all die Zentralbanken und das Stupid Money der Robinhood Trader und Trade Republic Trader wird sozusagen weiterhin den Markt stützen. Und im Endeffekt, wenn ihr mich fragt, das ist ganz normales Börsengeplänkel. Also diese Korrektur jetzt im September, das ist das Gesündeste und Normalste, was eben an der Börse passiert. Ja? Und einige Leute werden jetzt dann eben schon wieder schnell nervös bei einem kleinen Hiccup, sei es jetzt bei einzelnen Aktien wie Data Group oder anderen einzelnen Aktien, die sie selber im Depot haben, oder sei es eben gesamtmarktspezifisch. Aber da braucht man jetzt nicht viel drauf geben. Das ist ein ganz normaler Börsenmonat. Und wenn ihr jetzt mich fragt, ist das irgendeine Indikation für die Zukunft? Nein, natürlich nicht. Ja? Also Dirk Müller und andere Konsorten, die haben ja jetzt mittlerweile den Finanzmarkt schon als Mafia bezeichnet. Der hat gesagt, der Finanzmarkt ist so kaputt, das sind mafiöse Strukturen und so weiter. Ja, das ist natürlich, der sucht natürlich jetzt nach 5 Jahren Dirk Müller-Fonds irgendeine Begründung, die halt eben seine katastrophale Performance legitimiert. Aber da es natürlich keine normale Begründung gibt, außer dass die Aktien schlecht ausgewählt waren und die Strategie schlecht ist, muss er natürlich irgendwie sagen, die Finanzmärkte sind so dermaßen aus dem Ruder geraten, dass es kein Wunder ist, dass wir so schlecht performen. Ja, ja, so viel erstmal jetzt dazu, zur aktuellen Performance. Und es gab auch ein paar weitere Transaktionen jetzt im September, auf die ich auch noch kurz eingehen möchte. Und zwar eins davon ist eine kleine, klitzekleine Spekulation. Das ist ein deutsches Unternehmen, das nennt sich Artnet. Das hat der Christian Röhl neulich mal in einer Story erwähnt bei sich und dass er da für den Aufsichtsratssitz kandidiert. Und dann habe ich mir das Unternehmen mal so ein bisschen angeschaut und dort habe ich dann mal, ich glaube, so 3.800 Euro oder irgendwie sowas investiert. Also nicht viel, eine kleine Position, ich glaube 500 Aktien zu einem Kurs von 7 Euro gekauft. Die sind auch erstmal ordentlich nach unten gegangen, so wie es halt häufig ist, wenn man spekuliert, ja. Und ansonsten gab es aber eine größere Transaktion jetzt auch im September, und zwar Ten Square Games, das polnische Gaming-Unternehmen, welches ja kurz vor der, ich glaube, 1 Milliarden
Euro-Marktkapitalisierung ist, also schon eines der etwas größeren polnischen Unternehmen. Und falls ihr es jetzt genau sehen wollt, nochmal als Beweis, hier ist es, also hier in dem Depot. Ich kann ja auch gerne nochmal aktualisieren, dann merkt ihr, dass es halt jetzt nicht irgendwie irgendwas gefotoshoppt oder irgendwie sowas ist. Da seht ihr, da ist Ten Square Games drin, ja, hier gekauft am 24.09. an der Börse Warschau. Insgesamt waren das, glaube ich, an die 100 Stück oder so müssten es gewesen sein, oder 85 Stück, glaube ich, zu einem durchschnittlichen Preis von 532 bis, ja, 533 circa Kurs. Es gab auch hier die 50 Aktien, die habe ich für 534 Zloty. Das ist dann eigentlich relativ vernachlässigbar. Wenn wir uns das jetzt mal eingeben, hier 534, dann haben wir einen Kurs von 118 Euro. Ja? Und da, für alle Leute, die auch Portfolio Performance noch nicht nutzen, mache ich jetzt noch mal ein kleines Tutorial. Wie gesagt, ihr könnt euch dieses Tool, das finde ich sehr, sehr, sehr ansprechend, das nutze ich schon seit Jahren, könnt ihr das euch runterladen kostenlos und halt eben alle eure Transaktionen eintragen. Hier kann man so Konten anlegen, das habe ich ja natürlich auch damals gemacht. Und hier, da habe ich dann, wie gesagt, die 10.000 Euro eingezahlt und müsste jetzt noch die Wertpapiere anlegen dafür. Ten Square Games ist auch noch nicht angelegt, wenn ich hier mal kurz gucke. The Green Organic Dutchman, 2x6, Take-Two Interactive, Starbucks. Zu Take-Two kommt übrigens sonntags das Video. Und jetzt hier sehe ich kein Ten Square Games. Jetzt gibt es bei vielen, ich werde jetzt noch nicht auf eure Chatfragen eingehen, das machen wir in so 2-3 Minuten, ja. Es gibt bei vielen Leuten immer wieder Probleme, wenn sie so die WKN und die ISIN und so weiter bei Portfolio Performance eintragen wollen. Ich mache das eigentlich gar nicht darüber. Der einfachste Weg dafür ist nicht neues Wertpapier anlegen, sondern ihr geht einfach hier unten auf nach Wertpapieren suchen, okay? Und wenn ich jetzt hier eingebe Ten Square, dazu kommt die Analyse nächste Woche. Wie gesagt, diese Woche kommt ja erstmal noch Take-Two Interactive. Dann sucht er mir direkt das jeweilige Wertpapier raus, ja? Unisquare, Enquest, Hansarenta, Alten, Victory, Ten Square Games SA. Ja, einmal hier kann ich mir natürlich noch den Börsenplatz aussuchen, Stuttgart, München, Frankfurt. Das heißt, den jeweiligen Börsenplatz in Polen kriegt er mir jetzt hier nicht, macht aber ja nichts. Ich nehme einfach jetzt in unserem Fall Stuttgart, übernehmen. Dann kann ich hier noch die historischen Kurse, sehe ich ja hier, passt alles super, die sind mit eingegeben, zack. Und schon hat man das Wertpapier angelegt, ja. Das geht viel einfacher, als wenn man da irgendwelche WKNs und manuell irgendwelche Börsenplätze mit Ticker-Symbol und so weiter und so fort da irgendwie immer ständig eingeht, ja. Und jetzt haben wir hier Ten Square Games SA. Jetzt muss ich nur einfach noch die Transaktion mit eintragen. Ich habe ja Ten Square Games gekauft und zwar vom DEGIRO Depot. 85 Stück waren es genau. Und jetzt können wir das Ganze nochmal genau abgleichen. Das heißt, ihr geht dann einfach in euer Depot rein, wenn ihr eine Aktie kauft oder verkauft. Ten Square Games am 24.09. Ne, 50 plus 5, 55, 27 plus 3 sind genau 85 Stück. Und die 85 Stück haben, wie gesagt, im Durchschnitt 533 Zloty gekostet. 533 Slot, dieses macht 118,33 ungefähr, ja, zack, 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 das heißt 118,33, ja, das war der Kaufpreis und Gebühren fallen natürlich auch noch an, die kann man jetzt zum Beispiel hier sehen, ja, wir haben hier 57 Cent plus 9 Euro, ich mache diese Gebühren, die runde ich immer auf, ehrlicherweise, ja, also wir haben jetzt hier natürlich 10 Euro plus 6 Euro macht 16 Euro plus 5 Euro. 16 Euro plus 5 sind 21. Bisschen nach oben mache ich jetzt 21,50, damit ich auch nicht irgendwie die Performance irgendwie verbessere künstlich. Deswegen 21,50 an Gebühren tragt man mit ein. Und jetzt die DEGIRO, Ten Square Games nochmal kontrollieren. Stimmt alles, speichern. Zack, so. Jetzt ist Ten Square Games hier in der Vermögensaufstellung auch mit drin. Wir haben es hier unten da.
Ich habe noch keine Klassifizierung zugewiesen. Das kann ich hier bei den Asset Classes machen. Gehe ich einfach hier runter. Artnet ist auch eine Aktie, die kommt auch hier rein. Also diese Sachen, die braucht man eigentlich nur, wenn man mit Portfolio Performance auch noch andere Sachen abdeckt als jetzt Aktien. Ich habe das aber mich damals entschieden, nur meine Aktien hier abzubilden. Und jetzt, wenn ich jetzt in der Vermögensaufstellung reinschaue, sehe ich jetzt auch hier, dass 10 Square Games hier mit drauf ist. Ja? Wunderbar, haben wir schon eine kleine Rendite mit 10 Square erzielt. Ist natürlich kurzfristig nicht aussagekräftig, aber so funktioniert dann das andere. Und jetzt natürlich noch speichern, damit das Ganze nicht verloren geht. Ja, und das war es auch eigentlich schon. So simpel regt man sich das an und dann wird halt eben der jeweilige Kurs immer genau getrackt und man kann halt immer sehen, wie viel Rendite habe ich pro Monat und pro Tag und so weiter und pro Jahr gemacht. Ja, ja. Mutambu sagt, das ist voll uninteressant, macht's gut. Ja, du kannst natürlich dann gerne, wenn du das interessant findest, wieder dir irgendwelche TikTok-Videos angucken oder andere Sachen, die nichts mit Aktien zu tun haben. Dann wirst du halt eben auch nicht reich und kein Vermögen aufbauen und stehst halt irgendwann vor den Pfandflaschenautomaten. Und ich werde noch meine Dom Perignon Pfandflaschen dir ab und zu zuwerfen. Und du wirst dann feststellen, dass die leider keinen Pfand geben. Ja, und dann werde ich dir sagen, okay, Pech gehabt. Nimmst halt hier eine Red Bull-Dose. Auf die gibt's, glaube ich, sogar Pfand in Deutschland. Aber das sind halt die Folgen davon, wenn man Aktien mit Kopfstreams nicht schaut. Ja, Leute, beschwert euch dann nicht bei mir. Von mir gibt's dafür kein Geld. Im Gegenteil, ihr könnt fleißig hier spenden im Chat. Und Diana, die hat schon keinen Bock mehr. Die geht auch nach draußen mit einem Bademantel, sondern mit einem Schlafanzug. Aber obwohl hier ist, ja... Hier ist gerade. Ein ziemlicher Sturm, nämlich auf der Insel. Polnischer Gaming-ETF im Wert von 10.000 gerade gekauft. Ja, sehr gut. Also, du meinst 10 Square Games. Ja, genau. Im Endeffekt, es gibt ja sogar auch einen ETF. Und zwar den von VanEck. Oder VanEck, das ist ja eigentlich ein holländischer Name. Und ich habe neulich mit denen telefoniert. Wir werden auch gemeinsam ein paar Videos machen. Das ist der... Ich kann euch das kurz mal zeigen. Vectors Video Gaming and Esports ETF. Ne? Und das ist eine spannende Sache für alle Leute. Ich habe mir den ETF auch angeguckt. Der ist auch von den Kosten eigentlich okay. Ich glaube, der hat so an die 0,5% TER. Das ist normal, dass es natürlich ein bisschen teurer ist, wenn man einen ETF auf einen bestimmten Sektor oder eine bestimmte Branche halt abbildet, dann sind die meistens natürlich etwas teurer als so ein klassischer MSCI World ETF. Aber für all die Leute, die beispielsweise jetzt sagen, sie wollen jetzt nicht unbedingt in einzelne Aktienwerte investieren, sondern sie möchten am liebsten irgendwie das Ganze möglichst streuen, ja, dann gibt es sowas eben ganz interessant, wenn man sich jetzt hier anguckt, diesen eSports Vector ETF, dann kann man sich hier, wo hatte ich denn das damals mir angeguckt, hier bei Holdings, ja, da sieht man halt die einzelnen Positionen, ne, da sind eben nicht nur direkte Gaming Unternehmen drin, also die reinen Videospiel-Publisher, sondern eben auch sowas wie Nvidia zum Beispiel, die natürlich die entsprechende Hardware in Form von Grafikchips und so weiter dazu liefern. AMD genauso. Und dann sehen die halt wirklich sehr viele unterschiedliche Gaming-Unternehmen mit drin. Take-Two kennt ihr vielleicht auch. Zynga, ja. EA ist natürlich mit drin. CD Projekt ist drin. Das heißt, das finde ich auch ganz interessant, dass sie sich jetzt hier nicht nur die irgendwie die größten US-amerikanischen Gaming-Unternehmen rausgesucht haben, sondern sie haben halt eben auch japanische, haben das ganz gut gestreut, haben auch ein paar aus Polen mit dabei, haben die Embracer Group zum Beispiel auch mit dabei, die wir neulich analysiert haben, ja. Und das ist natürlich für alle Leute interessant, die jetzt sagen, ich möchte hier in den Gaming-Sektor investieren, aber ich möchte halt eben nicht in einzelne Unternehmen investieren, ja. Das mal nur so da nebenher gesagt. Ja, und ansonsten, wie sieht es bei euch so aus? Jetzt gucken wir uns noch ein paar Fragen an und ein paar Depotgeschichten. Und ich habe gestern Wirecard für einen symbolischen Euro gekauft, ganzer Konzern für einen Euro. Guter Deal. Ja, das ist natürlich tatsächlich ein guter Deal. Kannst du noch Air Berlin mit dazu kaufen, dann hast du direkt noch eine Airline mit dazu.
Ist die Frage nur, ob du irgendwas Besonderes dann noch mit drin hast. Also ich würde mal sagen, wenn du jetzt irgendwie Air Berlin kaufst, oder dann ist das ungefähr so, wie wenn du jetzt diese, wenn ich jetzt diese Pizza hier verkaufe, ja, machen wir mal die Webcam so ein bisschen runter. Chabo guckt schon wieder wie so ein ganz gieriger Privatanleger und ich sage, Mensch, wollt ihr eine geile Pizza haben? Und du sagst, ja, gib uns die geile Pizza, ja. Und dann ist das das Einzige, was noch davon übrig ist, ja. So ein paar Krümel, ein paar Oliven und so, die sind auch schon angebissen. Das heißt, die hatte schon mal jemand im Mund, ja. Und so ist das ungefähr, wenn ihr jetzt in Wirecard oder in Air Berlin investiert. Also, da ist zwar noch eine Pizzahülle draußen, das ist eigentlich der perfekte Vergleich, wenn jetzt wieder manche Leute sagen, das ist doch wieder der gescheiterte Fitnesstrainer auf der Insel, der nur Scheiße erzählt, das ist der perfekte Vergleich. Ihr habt nur noch die Hülle, die aussieht wie eine Pizza von außen, aber wenn ihr die Pizzaschachtel aufmacht, habt ihr nichts mehr drin, was in irgendeiner Art und Weise zu einer Befriedigung führt. Ja? Und genauso wird das eben auch mit der Wirecard-Aktie sein. Ja, Cubic Games habe ich tatsächlich auch gekauft, mein lieber Henry. Ja, ich sehe, du verfolgst es alles sehr genau. Cubic Games habe ich auch gekauft im September. Allerdings in meinem privaten eigenen Depot. Und zwar aus dem Grund, nicht schon wieder irgendwelche Verschwörungstheorien hier kursieren, einfach aus dem Grund, dass es eben Cubic Games hier nicht an bei DEGIRO gibt. Ja, DEGIRO ist eben nur an die Börse Warschau angeschlossen und Cubic Games ist ein so kleines Unternehmen. Schaut mal, Cubic Games Premium Indie Game Developer und die sind eben an diesem New Connect Segment in an der Börse Warschau und eben nicht an der Hauptbörse Warschau. Und somit kann man wahrscheinlich nur entweder mit einem polnischen spezialisierten Broker diese Aktie dort über die jeweilige Börse kaufen. Oder aber man kann sie, oder ich habe sie jedenfalls an der Börse Stuttgart gekauft. Und da sage ich euch natürlich eins, liebe Leute, da muss man bei solchen kleinen Werten massivst aufpassen, dass man immer unbedingt mit einem sogenannten Limit kauft. Ja, weil, schaut mal her, ich kann euch gleich sagen, diese Aktie, schaut mal, Cubic Games, hat, wenn wir jetzt mal gucken, eine Marktkapitalisierung von 12,86 Millionen. Das heißt, die ist nochmal um ein Zehntel kleiner als 11bit. Ja? Und jetzt kommt der nächste Punkt dazu. Schaut euch mal das Handelsvolumen an. Tagesvolumen, gehandeltes Stück. Gar keine in Stuttgart. Der andere Börsenplatz ist noch München. Ja? Und da seht ihr auch Tagesvolumen keine. Ja? Der letzte festgestellte Kurs war hier heute in München am 2.10. um 8 Uhr morgens. Ja? Und deswegen muss man halt mit Limit handeln und wahrscheinlich, so wie ich es bei mir genauso hatte, damit rechnen, dass man natürlich, wenn man jetzt das Limit irgendwie bei dem Kurs hier irgendwie bei 1,31 oder so setzt oder 1,32 oder irgendwie sowas, wird man die Aktie sehr, sehr, sehr wahrscheinlich gar nicht erst bekommen. Ja, das heißt, da müsst ihr ein bisschen großzügiger sein. Aber das ist natürlich jetzt gar keine Kaufempfehlung. Ich wollte nur diesen Umstand aufklären, weil ich ja mit dem Henry über Instagram ein bisschen geschrieben habe. Und da haben wir auch allgemein über ein paar polnische Gaming-Anbieter geschrieben. Und da ist dieser Name eben auch gefallen, ja. Ja, kannst du kommen jetzt. Der Performance-Teil ist jetzt eh vorbei. Jetzt kommt der witzige Part. Von daher, jetzt können wir noch ein paar Fragen machen bis 7 Uhr und dann passt das Ganze, ja. Palantir, also ich habe mir Palantir noch überhaupt gar nicht angeschaut. Ich weiß nur, dass es dieses Unternehmen schon echt verdammt lange gibt und irgendwie habe ich noch nicht so richtig deren Geschäftsmodell verstanden, wie sie jemals irgendwann mal Geld verdienen wollen. Interessiert, ja. Ich habe jetzt gerade die Analyse zu Take-Two fertig gemacht, die am Sonntag kommt. Ja, Wahnsinn. EPS 24% gesteigert in den letzten 5 Jahren. Jedes Jahr 24% im Durchschnitt. Umsätze um 23% gesteigert. Trotz dessen, dass neben Red Dead Redemption 2 oder so jetzt keine großen anderen Titel rauskamen. Und das zeigt einfach, dass diese Unternehmen massivst Geld verdienen können und das immer weiter steigern. Und bei Palantir frage ich mich jetzt,
Paladier, was ist das hier? Daniel Viva Via Jarantnam. HelloFresh gibt es eine Analyse von Kolja. Genau. Ölwerte wie Shell, ja, das sind halt einfach Sachen, die man immer mal wieder, wenn man will, kurzfristig irgendwie einsetzen kann oder eben, wenn man halt darauf spekuliert, dass der Ölpreis mal wieder steigt. Ich habe das vorhin auch wieder eingetragen, meinen Verkauf von Shell, weil den musste ich auch nachtragen, der wurde auch rausgelöscht und ja, habe mich von Shell wieder verabschiedet, habe paar kleine Scheinchen da an Rendite gemacht und das war's. Ja? Hier gibt's noch Oliven. Ich habe in meinem Depot noch ein Stück verkauft. Wir haben wieder Spenden-Update gemacht, Schatz. Was für ein Spenden-Update? Ja, fürs Haus haben wir eigentlich gesagt in dem Video. Ach so, ja, dann kannst du ja mal jetzt machen. Wie viele Spenden haben wir schon gesammelt für die Tiere, für die Hunde? Also insgesamt waren es schon über 1,6. 1.600 Euro an Spenden, ja. Schon. Wow, cool. Aber vielen Dank, Leute. Das ist richtig geil. Und davon habe ich schon 600 Euro verkocht ungefähr. Ah, schau, ist sogar noch was gekommen. 600 Euro. Also 1.164. Sind noch drauf. Yes. Und über 600 hat sie jetzt schon verkocht an leckeren Lebensmitteln für die Hunde. Xiaomi, Leute, habe ich auch schon gemacht. Also ich beantworte jetzt keine direkten Fragen mehr zu Aktien, wo ich tatsächlich schon auch Analysen gemacht habe. Da müsst ihr einfach mal die Videos dazu schauen, weil es ist dann sonst irgendwann, ja, finde ich, immer eure Aufgabe. Also ich habe ja die Analysen gemacht zu den jeweiligen Unternehmen und sage dann auch ganz spezifisch meine Meinung am Ende und mein Fazit. Und an die Hand halten und euch mit eurem Zeigefinger auf den Kaufen- oder Verkaufen-Button drücken, das kann ich halt nicht machen. Das heißt, ab irgendeinem gewissen Moment müsst ihr das dann selber in die Hand nehmen und selber entscheiden, was ihr jetzt mit den Informationen anfangt, ja. Ich kann sozusagen diese Entscheidung nicht für euch treffen. Die Cannabis-Aktien, gucken wir mal kurz rein. Die laufen natürlich insgesamt eher schlecht als recht. Was denn? Oh, dein Depot steigt, oder was? Was macht Chabo da? Weiß ich nicht. Wir gehen hier mal in die Wertpapiere rein, gucken uns die Performance von 2020 an. Da haben wir als erstes hier Afria minus, Afria hat ungefähr minus 15 Prozent. Aurora kann, das könnte übrigens noch die Diskrepanz sein, hier sehe ich gerade. Ich habe nämlich bei, ja, das wird der Fehler sein. Super, jetzt habe ich es gleichzeitig da rausgefunden. Ich habe nämlich bei Aurora, schaut mal, den Stock-Split noch nicht mit eingetragen. Und deswegen wird es mir mit einer Rendite von 640% angeschaut. Schnauze, Chabo. Chabo, hör auf. Hey, nein. Chabi? Ich kann jetzt nicht schreien in das Mikrofon. So, deswegen wird mir Aurora halt angezeigt mit plus 640%, was natürlich nicht stimmt. Ich muss den Stock-Split noch mit einrechnen. Und da die Aktie definitiv auch im Verlustbereich ist, ich glaube sogar minus 60% oder so oder noch mehr, ist das auch genau der Unterschied zwischen der Performance, die mir hier angezeigt wird, und der Performance, die tatsächlich im Depot steht. Also super, haben wir das jetzt auch erledigt. Das kann ich nachher noch nachtragen. Ansonsten haben wir natürlich noch Canopy Growth. Die stehen mit minus 30% hier zu Buche. Nichts Besonderes, finde ich jetzt, bei so einem Wert. Kronos ebenfalls minus 30%. Und dann haben wir ja am Ende noch The Green Organic Dutchman, der Bio-Anbieter von sozusagen Cannabis. Und der ist sogar mit minus 66% hier zu Buche. Ja. Also der Cannabis-Hype ist aktuell auf jeden Fall vorbei. Ich habe ja schon auch definitiv nicht in diesen Hype reingekauft, sondern schon zu einem Zeitpunkt, wo die Aktien schon ziemlich dramatisch abgestürzt waren. Und das ist für mich jetzt weiterhin eigentlich ein sehr, sehr, sehr guter Zeitpunkt, um weitere Cannabis-Unternehmen mir anzuschauen und dann weiter zu diversifizieren. Also es kann sehr gut sein, dass ich jetzt noch im Oktober oder November, ich muss mal gucken, wie ich Zeit habe, noch weiter Geld jetzt in Cannabis-Aktien nachschieße. Ja? Bezüglich meinem Depot können wir auch nochmal ein Video machen, aber das ist jetzt blöd mit Screensharing.
Ja, man könnte es ja nochmal kurz hier mit der Webcam zeigen. Sieht man da... Nein, weg jetzt da! Du chill jetzt! Sieht man da irgendwas? Ich glaube, ein bisschen. Aber kannst du sonst einfach erzählen. Chabo. Du bist ruhig da. Alter, der hat echt auf mir... ADS, der erste Hund mit ADS hier. ADS, ADHS, ich glaube, es gibt beides. Was ist der Aufmerksamkeitsdefizit und ADHS? Aufmerksamkeitsdiversifizierungssyndrom. Welches Programm nutzt du? Die Portfolio Performance, so wie es auch hier steht. Schau mal hier, da ist der Name, steht oben rechts, oben links. Ach so, das sieht man nicht. Nee. Stimmt, ich sehe es gerade, dass man es nicht sieht. Wer ist denn die Hübsche an deiner Seite? Wo? Echt so? Wo? War das gut? Ja, das war lustig. Lustig? Ja. Ja, wenn GTA 6, Grand Theft Auto 6 rauskommt, dann geht's echt auf jeden Fall ab, noch weiter. Aber auch unabhängig von Grand Theft Auto 6, also Take-Two ist mittlerweile nicht nur weit weg von der Insolvenz, wie sie ja damals vor 10, 20, 12, 13 Jahren waren, sondern sie haben so einen guten Profit mittlerweile. Sie brechen einen Rekord nach dem anderen, sind eigentlich de facto schuldenfrei, wenn man die Cash-Position mit ihren Finanzverbindlichkeiten vergleicht. Ja, das ist einfach der Wahnsinn, ja. Und der CEO von Take-Two, der macht das auch genau richtig. Der führt das Unternehmen halt wie ein Eigentümer, weil er Eigentümer ist. Mit seiner eigenen Firma ist er ja hauptgrößter Investor bei Take-Two und gleichzeitig CEO. Und er macht das eigentlich genau richtig. Immer Aktien schön nachkaufen, wenn bevor neue Spiele, große Spiele rauskommen, ja, und die natürlich auch in ihre eigenen Spiele vertrauen, dass die erfolgreich werden, dann kaufen die Aktien zurück und dann geben sie ab und zu auch wieder neue Aktien aus, wenn halt gerade Investitionsphasen und so weiter angedacht sind. Und der macht das eigentlich sehr, sehr, sehr gut, finde ich. Ja. So, und Cannabis-Aktien haben wir mal durch. Also IPO. Ich glaube, du bist voll weit oben noch. IPO direkt jetzt mitgemacht. In der Form habe ich bisher noch nie, dass ich irgendwie direkt irgendwie bei einem IPO gleich mir die Aktien oder so gekauft habe. Ja. Schau mal hier. Er fragt schon die ganze Zeit, welche P2P-Plattform würdest du zusätzlich zu Mintos bei geringen Investitionsmengen im Monat wählen? 50 bis 100 Euro im Monat. Beziehungsweise ist dies überhaupt nötig bei so kleinen Summen? Ja, ich finde schon, dass man da auch über die Plattform diversifizieren sollte und kann. Weil wenn es so um 50 oder 100 Euro geht, kannst du das ja auch so machen, dass du dich beispielsweise bei drei Plattformen erstmal anmeldest. Also zum Beispiel neben Mintos finde ich halt noch Crowdestor ganz gut und Bondora. Und dann kannst du halt eben das ja auch monatweise abwechseln, ja. Dass du also zum Beispiel sagst, einen Monat investiere ich bei Mintos, einen Monat bei der anderen Plattform und dann wiederum einen Monat da. Dann hast du halt nicht nur eine bessere Diversifikation insgesamt bei den Plattformen, sondern auch eine noch bessere Zeitdiversifikation bei den einzelnen Plattformen in die Kredite, weil du halt eben nicht jeden Monat in jeden Kredit neuen von der Plattform investierst, sondern immer auch noch eine Pause hast, ja. Shido, wir machen immer ab und an alle paar Monate mal Depot-Updates. Also wir haben bis jetzt zwei Videos von meinem Depot hochgeladen. Das erste war eben letztes Jahr, wo wir es eingerichtet haben. Dann gibt es ein Depot-Update von vor zwei Monaten, drei Monaten. Mhm. Und jetzt demnächst können wir auch nochmal eins machen, wenn man das dann besser auf dem Screen auch sieht. Jetzt gab es ja also ich weiß nicht, ob das dieser Hensoldt, ob das jetzt der Rüstungskonzern war, der irgendwie an die Börse gegangen ist, ne? Ich habe jetzt auch in den letzten Tagen von ein paar Leuten was dazu gehört. Der Punkt ist auch der, ich bin jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen raus gewesen auch aus dem Markt, weil ich morgen ja nach München fliege und dann es einen Tag später weitergeht nach Georgien mit René. Da werden wir auch ein bisschen vloggen und vielleicht sogar einen Stream machen, mal gucken, ob wir Zeit haben. Den Aaron von Homo Economicus noch kontaktieren. Vielleicht hat der ja Bock, sich auch noch mit uns zu treffen. Wohnt er da?
Der wohnt da, ja. Und ja, genau, das ist, glaube ich, dieser Konzern. Hensoldt AG, Firmenporträt. Hensoldt, ein Anbieter von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik. Das klingt doch schon mal gut. Was denn? Oh, Lieblingsbier. Cool, danke für die 10-Euro-Spende. Auf jeden Fall richtig nice. In Koyas ist Despo. Nee, nicht unbedingt. Hm? Ist nicht mein Lieblingsbier. Ich trinke das ganz gerne und so, aber mein absolutes Lieblingsbier ist Lübzerpilz aus Mecklenburg. Ja, das haben wir immer bei der Bundeswehrzeit getrunken und das schmeckt wirklich fantastisch. Meins ist Augustiner. Lübzer. Glaube ich. Oh, oder so ein Grüner aus Franken. Aber das gibt's ja hier nicht. Also deutsches Bier gibt's hier leider nicht. Florian hat Geld gespendet für Hunde-Invest-Schatz. Dann musst du mir die 5,49 € leider auf PayPal wieder zurücküberweisen. Das geht leider nicht, weil die sind sozusagen jetzt, kommen ja über die Firma an. Aber ich werde sie vorsorglich in Zooplus-Aktien stecken. Und dann die 5,49 € dann aus meiner privaten Kasse wiederum in den Hundespendentopf werfen, ja. Hey. Ich habe ja auch jetzt sehr viel dafür ausgegeben und immer bei Müller sehr viele Leckerlis gekauft für die, letzten Monat für die Titel. So. Ja, nicht ganz so viel. Naja, doch. Ne, ich würde eher sagen so 150 vielleicht oder so. Aber ich habe noch für die Bestattung da bei SOS gespendet. Aber das war ja was anderes. Wie oft wird sich Cyberpunk 2077 verkaufen? Na, ich hoffe 2077 Millionen Mal. Keine Ahnung, also ist eine spannende Frage. Ich denke, das Spiel wird auf jeden Fall einschlagen, aber ich lasse mich da überraschen, ja. Also es ist ja auch immer so, wenn man zu viele Erwartungen hat, dann, ich weiß nicht, ob es jetzt zum Beispiel direkt an The Last of Us 2 rankommen wird oder so, ja. Keine Ahnung, man wird sehen, aber ich denke mal, dass die schon ganz gut wissen, wie man da so eine Welt kreiert und dass die da die Leute auch ziemlich reinziehen werden. Und das ist, es hängt so ein bisschen natürlich auch damit zusammen, wie es am Start, ob es so einen richtigen Hype kreieren wird und alle dieses Spiel spielen, alle die YouTuber verfolgen, die das streamen und die Twitch-Streamer und so. Und ob dann eigentlich jeder so über dieses Spiel redet in der Szene, es überall gereviewt wird. Davon hängt das so ein bisschen ab, ja, und da bin ich mal gespannt drauf. Schatz, wir können ja von den Spenden, die du heute kriegst, was zu essen bestellen. Das geht ja nicht, ist ja dann Geldwäsche. Geht ja nicht. Wir können aber von anderem Geld bestellen. Geld bestellen, Essen bestellen. Was? Wir können von anderem Geld bestellen. Ist auch geil. Ja, zum Poker, vom Pokergeld zum Beispiel. Ah, apropos Poker, ja, sehr guter Abschluss jetzt auch gleich. Johnny. Halt die Fresse jetzt. Ich sag's ein einziges Mal, du kommst zurück ins Tierheim. Nein, nicht zurück ins Tierheim, komm her. Chabo, das merken wir uns, wenn er nicht da ist, ne? Ja. So, und zwar... Ist er weg. Nein, kannst du ihn noch ganz kurz ihn beschäftigen, bitte? Johnny, komm her, er beißt mir in die Finger. Er beißt mir in die Finger. Oh, jetzt beißt er mir die Finger. Ja, das ist okay. Und zwar, Leute, ich spiele ja schon seit einer Weile Poker in der Freizeit und ich habe mir aber ja geschworen, viele Leute, auch Diana spielt ja auch schon länger, viele Leute fragen immer, ja, Kolja, machst du eigentlich mal einen Poker mit Kopf YouTube-Channel und so weiter? Und bei mir ist die Sache, nein, ich mache keinen Poker mit Kopf YouTube-Channel, das wird niemals irgendwie mein Hauptbusiness oder irgendwie sowas werden, weil es einfach, natürlich muss man sagen, Poker ist ein... Zwar nicht zu 100% ein Glücksspiel, aber es ist jetzt keine Sache so wie Börse und Investitionen, wo man sagen kann, dass der Durchschnitt aller Leute, die das machen, damit eine Rendite macht. Ja, weil es ist einfach so, wenn sich 6 oder 9 Leute zusammen an den Pokertisch setzen, dann ist der Gewinn des einen eben der Verlust des anderen. Ja? Trotzdem gibt es aber beim Poker auch zum Beispiel über Satellite-Turniere und andere Methoden die Möglichkeit, mit geringem Einsatz eben auch Spaß zu haben und Geld zu verdienen. Ich habe zum Beispiel damals in Mallorca, ich glaube, ein Satellite-Turnier für 30-40 € Einsatz oder so gespielt, habe ein größeres Turnier-Ticket dadurch gewonnen und dann am Ende bin ich mit 3.000 € nach Hause gegangen. Ja? Und wir haben uns jetzt gedacht, wir machen jetzt statt immer diesen langweiligen
Gewinnspielen. Ja? Wenn irgendwie Aktie mit Kopf 250.000 Abonnenten hat oder 300.000 Abonnenten oder wenn irgendwas Cooles ist, ja, dann machen wir nicht immer ständig irgendwelche Gewinnspiele, weil die total langweilig sind. Weil ich habe bei Instagram rausgefunden, dass ziemlich viele von euch eben auch nebenher ab und zu ein bisschen zocken. Und deswegen haben wir jetzt was richtig Cooles, was ich euch zeigen will. Es gibt nämlich am 17. Oktober gibt es ein nur für Aktien mit Kopf und Reselling mit Kopf und Pokertussi Community-Mitglieder gibt es ein Pokerturnier, wo wir gegeneinander online spielen können. Ja, das heißt, wir werden zusammen am Tisch sitzen, werden gegeneinander zocken und werden Spaß haben. Und das Beste ist, Leute, es ist ein Free-Roll-Turnier. Das heißt, es ist nicht so, dass irgendwie dass man da irgendwie 100 Euro oder irgendwas einzahlen muss, sondern es ist umsonst. Und ich zeige euch das ganz kurz. Ja. Hier, schaut mal, das ist die Plattform GG Poker, also Good Game Poker. Schabo! Falls ihr schon ein Konto habt bei GG Poker, dann umso besser, dann könnt ihr euch direkt anmelden dafür. Ich zeige euch gleich, wie es funktioniert. Falls ihr noch keins habt, ich blende euch gleich hier unter dem Stream einen Link ein nochmal, beziehungsweise ich zeige das jetzt einfach mal ganz kurz hier. Mann, das geht jetzt nicht. Und zwar, wenn ich hier auf der Webseite pokercode.com/play seid, ja, das ist sozusagen die Jungs von Pokercode. Einmal Fedor hier. Einmal Fedor Holz, der erfolgreichste Pokerspieler in Deutschland sowieso. Und Johannes, das ist der Gründer auch, die haben das zusammen gegründet. Das ist im Endeffekt ein White Label von GG Poker. Wenn ihr euch also hier drüber anmeldet, wie gesagt, ist auch eine kostenlose Anmeldung, kostet euch nichts, ist kein verstecktes Angebot auf irgendeine Art und Weise. Ihr wisst, dass ich so einen Scheiß sonst nicht empfehlen würde. Ja? Und dann könnt ihr eben hier bei diesem Turnier, das ist am 17. Oktober, also Samstag in 2 Wochen, um 18 Uhr teilnehmen. Hier seht ihr es, mit Kopf. Chabo. Mit Kopf. Mann. Mit Kopf Free Roll. Kannst du ihn irgendwie ins Zimmer sperren da hinten? Ab jetzt. Mit Kopf Free Roll, ja. Presented by Kolja, René und Pokertussi bei Pokercode, ja. Das Turnier könnt ihr hier direkt suchen, dann findet ihr es. Und da könnt ihr euch anmelden. Ihr müsst einfach hier auf Register klicken, wenn ihr euren Account habt. Und dann gibt es ein Passwort, weil es ist eben nur für unsere Community. Und das Passwort ist einfach klein geschrieben. Was denn? Sagst du es jetzt? Natürlich. Das Passwort ist klein geschrieben, Poker mit Kopf. Einfach P-O-K-E-R mit Kopf, alles klein geschrieben. Dann seid ihr automatisch da registriert. Wie gesagt, es ist ein Free-Roll-Turnier. Ihr müsst nichts einzahlen. Aber es gibt $1,500 insgesamt zu gewinnen. Also der Price-Pool können wir uns ja mal kurz anschauen. 1.500. Der Price-Pool ist hier 1.500. Das wird natürlich jetzt nicht alles auf den ersten verteilt, sondern je nachdem, wie viele Leute sich halt hier anmelden. Wenn sich da 50, 60 Leute anmelden, wäre es mega geil. Dann wird wahrscheinlich der erste irgendwie ein paar $100 bekommen, der zweite dementsprechend halt ein bisschen weniger und so weiter und so fort. Und jetzt kommt's. Es gibt zusätzlich nochmal einen weiteren Goodie. Und zwar jeder, der Diana, mich oder René ausnockt, also rauswirft auf dem Turnier, kriegt nochmal, muss man dazu sagen. Ja, aber nur für uns. Also, ja. Nur für uns. Ja, also ja. Nur, wenn er uns ausnockt, aus dem Turnier rauswirft, der uns jeweils halt rauswirft, kriegt nochmal extra $100 auch nochmal obendrauf. Ja. Und das, ich meine, wenn man das jetzt mal vergleicht mit diesen langweiligen Gewinnspielen ständig, wo man irgendwie 20 Euro Gutscheine gewinnen kann, das ist hier kostenlose Teilnahme und man kann $1,500 insgesamt sich eben nicht einfach nur durch irgendeinen Algorithmus, der halt dann einen zufälligen Gewinner auswählt, gewinnen, sondern es ist halt ein Kampf, ein Turnier, ja, nur die Besten, die an dem Abend am besten spielen und eben gleichzeitig noch halt eben ein bisschen Glück haben, die werden am Ende dann halt gewinnen, ja. Also wie gesagt, das war's nur und zu dem Turnier. Das Coole ist daran auch, man kann ja auch bei GG Poker im Chat schreiben oder sonst irgendwas. Genau. Also es ist dann auch gleichzeitig einfach so ein bisschen eine coole Interaktion mit uns, ja. Streamen wir das Turnier? Genau, und wir, René und ich, wir natürlich, wir streamen auch gleichzeitig das noch bei Twitch. Das wird dann spannend, dann
ist ganz gut, dann sehe ich deine Karten. Nee, weil das blogge ich ja aus. Hat er mir schon erzählt, mit es Delay. Gibt eine Funktion. Nee, nicht mit Delay, weil das nervt. Dann ist ja der Chat delayed, sondern es gibt eine Möglichkeit, den Screen zu blurren an einer gewissen Stelle. Ah, ja, dann sehen die Leute schon, eben nicht meine Karte. Okay, aber das nur so nebenbei. Wie gesagt, einfach nur so ein kleiner Spaß am Rande. Ich verlinke das Ganze nachher nochmal unter dem Stream hier. Falls ihr mitmachen wollt, würde mich natürlich freuen, euch ein bisschen beim Pokern abzuzocken zwischendurch. Mhm. Ja. Und ansonsten, ja, war es das auch für den heutigen Stream. Schauen wir nochmal in ein paar Fragen rein. Welche Pokerseite? Immer noch GG Poker. Genau, GG Poker. GG, good game. Jetzt müsste man nur noch Poker spielen können, genau. Schau auf meine Seite auf Instagram, Pokertussi, da habe ich Pokerlexikon eingeführt. Da ist sehr viel erklärt. Auf jeden Fall schon. Hier schreibt einer, Poker ist Mafia-Geschäft. Wow. Okay. Cool, ich wollte schon immer zur Mafia. Also, Poker ist definitiv. Hat auch mit Glücksspiel zu tun. Klar ist Poker auch ein Glücksspiel, aber man spielt halt eben gegen andere Leute zusammen und es ist halt eben kein reines Glücksspiel. Also langfristig gesehen kannst du natürlich auch, wenn du das lernst, kannst du definitiv profitabel damit werden. Ja. Ich bin jetzt, was Turniere zum Beispiel online angeht, schon eigentlich ganz gut vorne mit dabei. Und ich habe zum Beispiel neulich 1.000 Euro mir ausgezahlt und habe es in Amazon gesteckt. Ne? Ja, genau. Aber wie gesagt, es ist ja auch jetzt nichts, was ich irgendwie jeden Tag bei YouTube empfehlen werde, weil wie gesagt, mir ist es selber bewusst, dass Poker eben ein Spiel ist, ja, und das, was der eine gewinnt, verliert auch der andere. Und deswegen trotzdem als Turnier macht es einfach Spaß. Poker ist auch nichts, was ich irgendwie benutze, um irgendwie reich zu werden, sondern was ich nebenher mache, um einfach ab und zu Spaß zu haben. Und man kann jetzt, weil Corona nun mal gerade ist, kann man sich nicht in irgendwelchen Bars treffen und eben zusammen saufen. Aber was ich halt dachte, statt dass man halt irgendwie immer nur Livestreams oder so macht, wäre es doch einfach mal cool, wenn man gegeneinander einfach mal ein bisschen auch ein Turnier spielt, ja. Und deswegen hat sich das so ergeben. Und und wie hat unser Poker-Coach damals gesagt, der Poker-Profi, Poker ist zu 100% Können und zu 100% Glück. Genau. Damit ist schon alles gesagt. Ja, was Bayer angeht, ich habe Bayer schon lange nicht mehr im Depot, schon sehr, sehr, sehr lange. Und was Bayer auch die aktuelle Entwicklung und so weiter angeht, verfolge ich persönlich auch überhaupt gar nicht mehr weiter. Ich denke mal, man muss sich halt einfach sehr, sehr, sehr gut in dieser Branche auskennen, um jetzt das zu bewerten. Für mich wäre es einfach viel zu schwierig und ich habe jetzt nicht den Anspruch, irgendwie jede Aktie bewerten zu können oder zu jeder Aktie auch eine Meinung mir zu bilden. Und deswegen Bayer ist für mich einfach neben vielen anderen Unternehmen auch aus dem DAX und anderen Sachen einfach eine Sache, die ich nicht investiere. Genauso wie sowas wie Grenke aus dem MDAX oder so. Es ist auch so ein Unternehmen, was ja jetzt auch in Fokus von einige Research-Short-Seller geraten ist. Es ist halt auch so ein Unternehmen, sehr komplex, sehr schwierig auch zu bewerten, all diese ganzen Verträge und so. Ich halte mich da einfach immer lieber an Unternehmen, die halt eben, was die Bewertung betrifft, einfacher sind. Klar, es gibt auch in meinem Portfolio sowas wie Danaher, da steige ich auch nicht hinter jedes einzelne Portfolio-Unternehmen. Ja? Bei Danaher beispielsweise ist es dann mehr so eine Investition in die Kompetenz von dem Management, wenn man einfach sagt, hey, die liefern einfach über Jahrzehnte so eine extra übertrieben gute Performance, dass man schon ein Vertrauen haben kann in deren Investmentstil, ja, und in diesen Danaher Business Optimization Style und so, ja. Und wenn man jetzt aber guckt bei Bayer, okay, kennt man da irgendwie jemand, hat man da mal irgendwie selber gearbeitet, kennt man sich in der Pharmabranche gut aus, kann man diesen Deal, den sie mit die Übernahme, die sie mit Monsanto gemacht haben, effektiv bewerten, um zu wissen, welche Art von Produkten werden sie in der Zukunft herstellen, wo soll neues Wachstum entstehen und so weiter. Wenn man das alles bewerten kann, dann kann man diese Aktie natürlich auch entsprechend, wenn sie günstig ist, kaufen. Aber ich persönlich, ich bleib da weg. Genau. Okay, Leute, das war's für den heutigen Stream. Auf chess.com heiße ich Bullet Bully mit Doppel-L und Doppel-T, also Bullet damals falsch geschrieben. Bullet Bully, B-U-L-L-E-T-T, B-U-L-L-Y. Da kannst du mich gerne herausfordern. Wir können auch gerne mal einen Stream machen, auch irgendwie mit so einem Preispool oder so, wo ihr gegen mich antretet. Aber da machst du wieder irgendwas kaputt. Wo wir online spielen, und zwar Schach gegeneinander, 30 Sekunden oder eine Minute Schach gegen mich. Und jeder, der mich schlägt, der kriegt irgendwas von mir. Das wird auch auf jeden Fall lustig.
Mich findet man auf Instagram erstmal nur. Auf Pokertussi. Poker-Tussi, hat jemand gefragt. Genau. Alright, Leute, das war's für den heutigen Stream und das Depot-Update. Hat mich riesig gefreut, wenn ihr eingeschaltet habt. Und genau, für alles Weitere sehen wir uns dann sonst in den nächsten Tagen, in den nächsten Videos. Wie gesagt, am Sonntag Take-Two Interactive, nächste Woche 10 Square Games, Aktienanalysen. Und, ach übrigens, habe ich noch ganz vergessen, diesen Sonntag kommen nicht nur eine Aktienanalyse, sondern gleich zwei. Es gibt nämlich noch ein zweites Unternehmen, was ich analysiert habe, das nennt sich Funko. Die stellen solche kleinen, Funko-Pop-Figuren und so Bobblehead-Figuren her, haben 1100 Lizenzpartner aus allen möglichen Bereichen, aber dieses Video kommt auf dem Reselling mit Kopf-Kanal, weil die Reseller eben diese Figuren auch handeln. Und da habe ich für die einfach eine kleine Aktienanalyse gemacht, die kommt auch am Sonntag dann online diese Woche. Also diese Woche zwei Aktienanalysen für euch, ja. Und dann schauen wir mal, was jetzt in Georgien so passiert. Wir werden uns natürlich von dort auch melden per Instagram und auch per YouTube. Und ich bin mal gespannt, was wir da so erleben werden. Und wenn das alles nicht klappt, so richtig dort wegen Corona oder wegen irgendwas anderen, dann haben wir eben zumindest trotzdem mal eine neue Stadt oder ein neues Land kennengelernt. Das war es erstmal von uns. Oh, ja. Rationale Grüße. Ciao, ciao. Ciao, Sikowski.